Es ist mehrere Funktionen sozusagen. Das eine ist, dass wir auf einer Seite mit den Berlinern zusammen den Abschied von Tegel feiern. Wir wollen aber auch ein Zeichen in die Welt setzen und sagen, Berlin ist wieder da. Die Corona-Krise ist leider noch nicht vorüber, aber wir in Berlin leben. Wir freuen uns auf Gäste. Es ist auf der anderen Seite natürlich, die Corona-Krise ist nicht vorüber. Wir sind uns dessen bewusst, die Delta-Variante ist da. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen des Optimismus senden wollen und sagen, ja, wir schaffen das. Und wir schaffen das auch gemeinsam. Und deswegen wollten wir auch alle Berliner und Berlinerinnen, oder zumindest 3000 repräsentativ, hier die Möglichkeit geben, zusammen genau diese Botschaft zu senden. Wir schaffen das. Gemeinsam packen wir das. Ich glaube, viele von Ihnen sind auch hier, um ein Stück Abschied zu feiern. Man kommt immer mit einem tränenden Auge hier auf das Gelände wieder. Es war unser Berliner Flughafen, mit dem wir in die ganze Welt gestartet sind. Das ist vorbei, aber ich bin mir sicher, viele von Ihnen werden auch begeistert erleben, was hier Neues entsteht. Riesige Grünflächen für die ganze Stadt werden zur Verfügung stehen, Gewerbe, tausende Wohnungen. Die Wissenschaft wird sich hier wiederfinden, die Wirtschaft, eine Akademie, Sportmöglichkeiten, alles das braucht unsere wachsende Stadt auch sehr, sehr dringend. Und wir werden hier erleben, wie das in den nächsten Jahren entsteht. Diese Veranstaltung heute hier symbolisiert ja etwas. Sie symbolisiert, dass es wieder losgeht, dass es nach vorne geht. Wir können uns Dinge wieder zutrauen. Wir können ins Theater gehen, wir können ins Kino gehen, wir können größere Veranstaltungen besuchen, aber wir müssen nach wie vor besonnen sein. Wir müssen auf Regeln achten, wir müssen darauf achten, dass wir ja Abstand halten, die Maske tragen und vor allen Dingen, liebe Berlinerinnen und Berliner, bitte helfen Sie mit, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Aber für heute Abend wünsche ich Ihnen einfach einen großartigen Sommerabend, den Sie unbeschwert genießen sollen. Und ja, immer daran denken, dass Berlin, diese Stadt der Freiheit und Offenheit, genau das braucht. Solche Abende, wo wir den Gästen unserer Stadt zeigen, Berlin lebt, Berlin ist frei, Berlin ist offen. Aber Berlin ist auch besonnen, Berlin nimmt Rücksicht, Berlin ist solidarisch. So kommen wir gemeinsam gut durch diese schwere Zeit. Alles Gute und viel Spaß. Message rausgeben. Ganz herzlichen Dank, lieber Berliner und Berliner.